Guten Tag. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie QR-Codes erstellen können. Als Beispiel nehme ich KidsBlog. Das ist eine Seite des NLQ, werden von Kollegen von mir betrieben. Und dann würden Sie auf Tools gehen und anschließend auf QR-Code. Der Dienst heißt QR Storage und das hat zwei Gründe. Neben normalen QR-Codes, die mit Link erstellt werden, kann man auch Audiodateien erstellen. Das heißt, man würde einen Text eingeben und die Seite würde einen QR-Code erstellen, der auf eine Audiodatei verlinkt. Dabei ist zu beachten, dass neben dem Text auch die Sprache ausgewählt ist, die man haben möchte. Anschließend kann man klicken, ob man möchte, dass der Text angezeigt wird. Und Sie geben hier an, wie lange die Datei gespeichert werden soll. Anschließend ist der QR-Code nicht mehr zu verwenden. Zweite Option ist es, einfach nur einen Text darzustellen mit dem QR-Code. Sie geben wieder an, wie lange das gespeichert werden soll, können auch hier eine Farbe auswählen, in der der QR-Code dargestellt wird. Und dann wird erstellt der QR-Code und den können Sie verwenden. Wenn Sie auf Link gehen, wird ein normaler QR-Code erstellt, der direkt auf die Seite, die Sie verlinken wollen, hinweist. Es gibt dafür dann keine Speicherbegrenzung wie bei Audio oder beim Text, da die Daten überhaupt nicht gespeichert werden, sondern eine direkte Verlinkung erstellt wird. Ich zeige Ihnen das nun. Ich mache ein neues Tab auf. Ich nehme einfach eine Seite. Hier nehme ich die Seite der Medienberatung des NLQ. Da haben wir ein paar Apps, Programme, die wir darauf verlinken. Ich nehme mir jetzt einfach die Datei, speichere die, füge die hier hinzu. Nehmen wir jetzt mal die Farbe grün, weil ich die schön finde. Und erstelle den QR-Code. Dies ist nun der fertige QR-Code. Den kann ich runterladen oder auch mir eine Vorschau generieren. Dann zeigt er, dass er dann direkt dahin verlinkt. Wenn ich auf Download drücke, lädt er die Datei runter. Ich mache jetzt hier ein einfaches Textdokument auf. Habe dann hier den QR-Code einfach nur hinzugefügt und kann damit dann machen, was ich möchte.